Okay, der Kapitän der Aufstiegsmannschaft ist nicht mehr im Kader. Tim Schneider braucht zwangsläufig einen Nachfolger. So ein Trainingslager ist ja durchaus immer beliebt, einen neuen Kapitän zu bestimmen oder wählen zu lassen. Wie hast du das gemacht? Hast du das schon gemacht? Ja, das stand schon für mich schon eigentlich ziemlich lange fest. Julian Köster ist der neue Kapitän. Eddie Wederson ist ein Vizekapitän oder Vizekapitän der Mannschaft. Die Entscheidung war für mich, muss ich sagen, relativ einfach. Das hat nicht nur damit zu tun, welche Verantwortung Julian auf dem Spielfeld trägt, sondern er ist einfach erstens ein super Spieler, das haben wir alle gesehen, aber er ist vom Typ her, macht er das hervorragend. Das ist ein intelligenter Junge, der auch im Umgang mit allem, da ist er ein absolutes Vorbild. Es ist egal, ob das der Hausmeister hier ist in der Halle oder der Geschäftsführer, der verhält sich super. Das ist ein super Vorbild bei den Training oder auf dem Spielfeld und auch neben dem Spielfeld für die ganzen Jungs, sodass die Entscheidung war für mich ziemlich einfach. Aber und mir ist da, was ich vorher gesagt habe, ist egal, ob er jung oder alt oder der hat nicht mal ein Bundesligaspiel gemacht, aber das war für mich eine ziemlich eindeutige Entscheidung und ich war froh, dass er das auch selber machen wollte und sich das getraut hat. Kommt auch super an in der Mannschaft. Und ich habe Eddie und Julian gesagt, dass die sollen da ein Team bilden und die sind jetzt in andere Rollen, trotzdem junges Alters, aber ich traue denen das zu und ich bin mir sicher, dass die das beide auch sehr gut machen werden. Ja, Goggi, Eddie und ich hatten, glaube ich, schon vorher gesprochen, so dass wir jetzt nicht im Trainingslager überrascht waren. Ja, ich glaube, die Mannschaft hat es gut aufgenommen. Wir haben uns gefreut über die Aufgabe und bis jetzt hat alles gut funktioniert. Eddie, wie war deine Reaktion? Als Kapitän war gut, als Spieler schwierig, viel trainiert, aber gut trainiert. Die neue Spieler hat wirklich gut in diese Mannschaft gekommen, so sehr zufrieden. Julian, dein Vorgänger ist der Aufstiegskapitän. Wie groß sind die Fußstapfen von Tim Schneider? Was hast du vielleicht auch schon von ihm in dem Zweitliga-Jahr mitnehmen können? Ja, ich denke mal, Tim ist ein sehr erfahrener Spieler gewesen, von dem man viel lernen konnte. Ich glaube, sehr, sehr viele Jahre Bundesliga gespielt, habe da generell schon viel lernen können, was das Handballerische angeht. Aber auch so viel gequatscht, auf den Busfahrten saßen wir nebeneinander. Also ich denke, da hat er ein, zwei Tipps nochmal übrig gehabt für mich.